Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir nähen heute den Block 20. Da sind wir schon. Und zwar ist das der Churndash-Block. So, ein ganz alter Block. Und was wir dazu brauchen, der ist hier ein bisschen groß. Der ist über 12,5 Inch. Den, so groß brauchen wir den nicht. Für das, was wir vorhaben mit den 20 Blöcken oder 24 Blöcken nachher. Wie diese Half-Square-Triangles gehen, die habe ich euch schon mal gezeigt. Davon brauchen wir 4. Ein Quadrat in der Mitte. Ach so, die haben hier eine Größe von 3x3 Inch. Dieses Mittelteil hat 3 3/4 mal 3 3/4. Und diese dann haben 3 3/4 mal 3. Wie wir die machen hier, das zeige ich euch. Und zwar nehmen wir uns da 2 Quadrate, 1 in der Farbe und 1 in der Farbe, legen die rechts auf rechts aufeinander und nähen hier an den Seiten mit 1/4 Inch Nahtzugabe einfach von oben nach unten. Und das machen wir jetzt einfach mal. Andere Seite. Und jetzt schneiden wir uns 3 hin, also 1,5. Also ich nehme jetzt die Hälfte, schneide es 2. Und habe dann schon dies und bügel es jetzt zur dunklen Seite. Jetzt lege ich mein Dreieck an, lege es hier in der Mitte auf 1,5. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, lege es mal ein bisschen höher. Lege es hier in der Mitte an auf 1,5. Drehe es um. Lege wieder hier in der Mitte an, 1,5. Schau, dass ich gerade bin. Schneiden. Und dann lege ich es mit der dunklen Seite an diese Kante. Gleiche mit dem. So verfahre ich hier auch. 1,5 in der Mitte annehmen, umdrehen so. Und dann haben wir ihn schon so, wie wir ihn brauchen. Ich schreibe euch die Maße für diese Half-Square-Triangles und für diese Zwischenteile, die Rechtecke, schreibe ich euch unten in die Infobox. Jetzt haben wir 3 Reihen. Das ist im Prinzip wieder wie ein 9-Patch. Und wir können jetzt einmal so lang nähen, diese Reihen, oder auch von oben nach unten und dann weiter. Also ich mache es einmal wieder so. Lass die linke Seite liegen, nehme die in der Mitte, klappe rechts auf rechts, gucke, dass ich hier gerade bin und nähe mit 1/4 Inch so lang runter. Dann nehme ich die Mitte, lege die auf die linke Seite, also von mir aus gesehen immer. Diese Seite
schneide es jetzt nicht auseinander, lege es so hin, klappe es wieder um und so und nehme jetzt die rechte Seite, also von mir aus gesehen, und lege die auf die linke. Und nähe wieder hier entlang mit 1/4 Inch Nahtzugabe. Das zweite Teil. Und das letzte schon. Wenn ihr meine Serie verfolgt habt bis jetzt, dann ist euch aufgefallen vielleicht schon, dass man mit diesen Half Square Triangles eine Menge Möglichkeiten hat. So, und jetzt klappen wir es von oben nach unten. Schauen, dass wir hier die Nähte gut übereinander legen. Hier müssen einrasten. Ich stecke sie mir dafür gerne an. Und beides in eine Richtung. Und dann nähen wir jetzt von so nach so, also quer rüber, wieder mit 1/4 Inch Nahtzugabe. So sieht das jetzt schon mal aus. So. Und jetzt nehme ich mir das untere Teil und klappe es so nach oben. Hier richte ich mich danach, wo gehen diese Seite hin? Muss die andere so lang gehen, gegenüberliegend. Und stecke es mir genauso wieder an, wie bei der ersten Querreihe. Super einfacher Block und schnell genäht. So, ich bin wieder zurück. Ich musste abbrechen, weil der Unterfaden sich eingezogen hat in die Maschine und hat den Stoff gefressen. So, manchmal ist sie hier ein bisschen empfindlich. Und es geht besser, wenn ich so ein Stückchen Stoff da hinten dran habe. Und so anfange, manchmal ist es für sie einfach leichter. So, kommt gleich wieder dran. So. So sieht der Block aus. Ja, bügeln noch. So ist er jetzt. Der hat eine Größe von
Na, man kann ihn 8 Dreiviertel mal 8 Dreiviertel. Hier ist zu sehen, dass der Stoff ist ziemlich dünn, obwohl es aus einer Kollektion ist. Ich verwende ja immer so die Musterstücken, die ich so gespendet bekomme. Ja, so sieht er aus. So sieht er von links aus. Einfach schön, dieser kleine Block. Und man kann ihn wirklich aus Resten machen. Ja, und wie gesagt, 4 davon hat man ein wunderschönes Kissen. Man kann hier auch die Mitte aus einem anderen Stoff machen oder ein Pinwheel rein. Seid da ganz experimentierfreudig. So, es würde mich freuen, wenn wir morgen den Block 21 zusammennähen. Und bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dahin.